Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards 12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Ja, heute mit dem top aktuellen, neu erschienenen Spider-Man Homecoming auf Blu-ray. Der ist ja jetzt am Donnerstag erschienen und den habe ich mir mal gegönnt, Freunde, weil ich mag einfach Spider-Man-Filme. Ich mag zwar die ersten drei Teile mehr, aber der soll auch nicht schlecht sein. Spider-Man Homecoming. Gibt es natürlich auch auf DVD, falls ihr lieber DVD haben möchtet. Hier ist auch die Digital Copy dabei. Wunderbar. Und der Preis stimmt auf jeden Fall auch. Sieht von der Seite so aus. Und hier werdet ihr euch erstmal ein bisschen überrascht sein, weil wieso ist das so? Dann machst du so. Jetzt ist es aber richtig, aber die Schriften sind alle umgekehrt, haben sie ganz witzig gemacht, weil Spider-Man hängt ja normalerweise immer von den Häusern runter und hier hängt er hier am Stahlgerüst und ist am Mucke hören, der gute Spidey. So ist es richtig, Freunde. Schauen wir uns mal die Beschreibung an. Immer noch euphorisch von dem packenden Kampf mit dem Avengers kehrt Peter in seine Heimat zurück, wo er mit seiner Tante May und unter dem wachsamen Auge seines neuen Mentors Tony Stark lebt. Es fällt ihm jedoch nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden. Vielmehr will er beweisen, dass er mehr ist als nur der sympathische Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber The Vulture, gespielt von Michael Keaton, Freunde. Yeah, Batman 1. Als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr. So, was haben wir drauf? Mehr als 60 Minuten Extras über die Filmemacher und Schauspieler, 10 entfallene und verlängerte Szenen, Outtakes, Spidey Studienleitfaden, bisher ungesehene Alternative Captain America, Nachwirkungen, die Filmemacher, ein wirres Netz, Spider-Man, Eingliederung ins Marvel-Kino-Universum und vieles mehr. Also, wir haben hier wirklich sehr viel Bonusmaterial drauf, das freut mich natürlich sehr. Und was mich noch mehr freut, Freunde, ist, dass hier direkt, seht ihr es, türkisch 5.1 in Dolby Digital drauf ist. Dankeschön, Sony, so muss das sein. Wunderbar, da greife ich doch direkt zu Blu-ray. Ich glaube, auf der DVD-Version ist auch die türkische Sprache drauf. Also perfekt, wer DVD haben möchte oder Blu-ray und des Türkischen mächtig ist, der kann sich das ruhig gönnen, Freunde. So, wir haben hier Bildformat High Definition 16:9, in Deutsch 5.1, in Englisch sogar 3D-Sound und Türkisch 5.1 Dolby Digital. Untertitel haben wir auch, Deutsch, Englisch und Türkisch. Also ich habe die Wahl. Ich kann alle drei Sprachen mir anschauen und dann beurteilen, welche Synchro die beste ist. Übrigens, hier sitzt eine Taube, habe ich gerade gesehen. Wunderbar. Bonus haben wir High Definition, nur in Englisch, aber mit Untertitel Deutsch und Englisch. Das Ganze dauert 133 Minuten, ja, über 2 Stunden, Freunde. Und jetzt packen wir das gute Stück mal aus hier, den guten Spidey, den neuen Spidey vor allem. So, nach den klassischen Spider-Man 1 bis 3 und Amazing Spider-Man teilen jetzt der neueste Homecoming, Freunde. Hier sehen wir das nochmal. Das schöne Cover. Wunderbar. Von Marvel Studios natürlich. Ich gucke natürlich mal rein. Ja, der Code, den muss ich euch nicht unbedingt zeigen. Aber was ich euch zeigen kann, ist hier die wunderschöne Disc. Die haben sie wirklich toll hinbekommen. Das Design gefällt mir sehr gut. Wow. Also meistens ist es hier so, die nehmen das Cover und dann klatschen das hier drauf, aber da hat sich Sony wirklich Mühe gegeben. Respekt! Und die Sprachen natürlich, dafür kriegt Sony von mir einen dicken, fetten Daumen, dass sie Türkisch mit draufgepackt haben. Ja, das ist
Spider-Man Homecoming, das Unboxing. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr über den Film denkt. Und habt ihr euch den geholt? Habt ihr den im Kino gesehen? Beziehungsweise, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, kommentieren und Daumen geben. Ich sag bis demnächst. Bye. Bye. Ja, was der wohl hört.